Hallo zusammen, ich habe hier einen Standardkühlschrank, einen 46F, logischerweise ohne Eisfach, kennt man eigentlich so nicht im Wohnwagen, aber dieser Kühlschrank hat 42 Liter und kein Eisfach. Ich habe mehr Platz drin, aber hier innen drin ist das alles aus Kunststoff, die Türe ist aus Kunststoff und hier ein Kompressor BD35 von Seckop, also der meistverbaute, beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Aber ich verlinke euch den Schrank am Ende, aber den schauen wir uns jetzt nicht an. Wir schieben den auf die Seite und nehmen diesen Kühlschrank hier. Das ist 46, dann gab es 47 und das ist 48. 42 Liter Kühlschrank, identische Abmessung, auch das gleiche Kühlaggregat, ein Seckop BD35, hier jetzt noch mit Kupplungen, das ist eine Option. Und dieser Kühlschrank ist komplett in Chromstahl. Gut, Türdichtung nicht, aber ich habe die Innentüre, die ist aus Chromstahl. Ich habe das ganze Innengehäuse hier aus Chromstahl. Ich habe die Innenbeleuchtung. Ja, das ist eine andere Liga von Kühlschränken und wir schauen das kurz bildtechnisch aus der Nähe an. Also der Kühlschrank hat hinten einen Wärmetauscher, der läuft hier runter in den Ablauf runter. Also hier massives Trägersystem, hier bereit für den Versand. Auch hier der Türhalter ist aus Chromstahl, man kann den hier verstellen. Wir sehen hier das Tippenschild von diesem Kühlschrank, das ist ein 48F, 1224 Volt. Wir haben den Türverschluss hier, also auch massiv. Die ganze Türe in Chromstahl hier jetzt mit Schutzfolie drüber. Nur wenn man sich das hier mal anhört, klick und der Kühlschrank ist zu. Wenn ihr Interesse habt an solchen Kühlschränken, dann ist ganz klar, Geiz ist geil, ist hier nicht auf dem Anmarsch. Hier liegen wir um die 2000 Schweizer Franken, komplett in Chromstahl. Hinten nicht. Hier hinten haben wir ein Standardgehäuse, beide wird eingebaut. Irgendwo muss ja trotzdem ein bisschen Geld gespart werden. Ja, das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch hier den Kühlschrank 46 ohne Eisfach, also den 46F flach. Den Kühlschrank gibt es auch als 78 und als 108er mit 130 Liter Inhalt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.